Hier ist wieder Deutschland und heute bin ich mal wieder für euch in Legion unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Meister Magie und für dieses müssen wir insgesamt 12 Meisterhaustierzähme auf den verheerten Inseln mit ausschließlich magischen Haustieren besiegen. Und dazu will ich euch heute die Meisterin Mirelle oder Nachtwächterin Mirelle, wie sie mit ganzen Namen heißt, zeigen. Und diese befindet sich hier inmitten von Asuna und natürlich immer nur dann, wenn die jeweilige World Quest ab ist. Und was für Pets nehmen wir hier? Und zwar einmal den verzauberten Besen, dann den Echsenkesselschreiter und die verzauberte Laterne. Und, beziehungsweise ihr könnt auch die andere, also es gibt zwei Laternen, ihr könnt auch die andere nehmen, die haben eh die gleichen Fähigkeiten. Also es ist relativ wurscht, welche ihr von beiden nehmt. Ja, und von den Fähigkeiten nehmen wir hier die zweite, die erste und hier ebenfalls die zweite Fähigkeit. Hier die erste, die zweite und nochmal die zweite Fähigkeit. Dann die erste, die zweite und die erste Fähigkeit. Und ich würde sagen, wir starten dann gleich mal durch. Lasst uns kämpfen. Und zwar, wir machen als erstes Aufziehen. Danach machen wir den Sandsturm. Dann machen wir nochmal aufziehen. Machen wir nochmal aufziehen. Und nochmal aufziehen. Dann hauen wir hier einmal Verbollen drauf. So, dann haben wir hier einmal das Aufziehen. Dann einmal den Sandsturm. Und nochmal das Aufziehen. Okay, das ist jetzt bitter, dass wir verfehlt haben. Aber ist nicht so schlimm, wir machen nochmal Aufziehen. Das liegt hier an dem Sandsturm. Wenn es blöd läuft, verfehlt man damit. Jetzt werden wir eh sterben durch den Debuff. Könnte nochmal... Ach, lol, das haben wir verfehlt. Gut, hatten wir auch mal Luck. Dann können wir einmal Verbollen zwischendurch machen. Jetzt ziehen wir einfach so lange mit dem Verbollen durch, bis wir sterben. Nochmal den Sandsturm. Und dann nochmal das Verbollen. Je nachdem, ob ihr dann mehr Glück oder weniger Glück habt, sterbt ihr früher oder später mit dem. So, jetzt casten wir noch einmal aufziehen. Das werden wir wahrscheinlich eh rippen. Ne, einmal können wir sogar noch. Und jetzt werden wir auf jeden Fall sterben. Jetzt haben wir nochmal aufziehen drauf, aber wir sterben sowieso. Der Debuff ist auch weg. Und jetzt holen wir hier das zweite Pet rein. Und zwar haben wir jetzt erstmal den Laser drauf. Und nochmal. Wenn ihr, wenn euer Besen ein bisschen früher stirbt, dann könnt ihr am Anfang hier noch Magie, also die Barriere einmal machen. Und dann mit den Magie verstärken arbeiten, um dementsprechend bei der Motte, also am Anfang nicht so viel Schaden zu kriegen und danach mehr rauszuhauen. War jetzt aber hier absolut nicht notwendig, weil der Besen doch relativ lang gelebt hat. Da könnt ihr einfach durchziehen und gesehen, das letzte Fett braucht ihr gar nicht. Je nachdem, wie gut es bei euch läuft, könnt ihr dann nochmal ein bisschen safer mit dem zweiten Pet spielen und dann einen Hit von ihm abfangen. Aber war jetzt hier absolut nicht notwendig. Ja, dann sind wir wieder am Ende von dem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!